Jo, hast du Eichhörnchen im Garten und so ein Hanging Basket hier, dann können die sowas natürlich gut gebrauchen für ihr Nest. Ich habe hier auch schon, wir haben hier so eine Decke, da habe ich immer Stücke abgeschnitten. Da werden jetzt Generationen von Eichhörnchen drin groß, in dieser Decke und in Dingern hier von diesem Hanging Basket. Ja. So, ach ja, was wollte ich sagen? Eigentlich nur, dass ihr nicht glauben sollt oder jetzt die mit dem Daumen nach unten oder so. Das habe ich abgehakt, ja. Aber man möge bitte nicht glauben, ich würde jetzt hier glauben, ich hätte einen wundersamen, tollen YouTube-Kanal oder was. Ne? Viele glauben das ja. Sie hätten das, ne? Das geht mir vollkommen... Nein, ich sag das jetzt nicht. Am vorbei. Ja? Ich mache hier mein Ding, meine Welt. Und... Hab keinerlei Anspruch, darauf, dass es hier hochqualitativ zugeht. Ja? Das ist halt mein Leben. Ja? So genau wie diese Wühlmaus da unten ihr Leben hat. Eine Schermaus. Man sieht, sie schert hier das Gras ab vor ihrem Eingang. Der grüne Fachmann, Fachleutin X. Ja, der kennt sowas gar nicht. Der sieht auch sowas gar nicht. Der sieht nur sein Lastenfahrrad oder was weiß ich. Ja, das geht mir sowas von am Hintern vorbei. Ja, so. Ich habe hier meine kleine Welt, beziehungsweise wir haben hier unsere kleine Welt. Und die will ich so haben, wie ich sie haben will. Fertig. Das ist hier nicht klinisch sauber. Das ist hier kein Operationssaal. Aber das ist unseres, das ist bezahlt. Alles gut. Ja? So. Und was ich dann hier auf YouTube stelle, was, ist gefälligst meine Sache. Ist jetzt nicht irgendwie eine Polemik gegen speziell irgendwie was gedacht, sondern das ist nur einfach mal so, wie ich die Sache sehe. Ja? So. Und ich gebe zu, ich habe das hier gut. Ja? So, da wollen wir wieder zum Fuchs schreiten. Heute machen wir Folgendes. Nicht, dass ihr glaubt, ich will den Fuchs jetzt hier dauerhaft durchfüttern oder was. Ne? Aber es ist nun mal was Besonderes, sowas hatte ich auch noch nicht. Ich habe in meiner ganzen Jugend, also wir wohnen jetzt hier, hier haben wir gebaut, das Haus um die Jahrtausendwende. Ne? Ja. Vorher hatte ich noch nie einen Fuchs gesehen. Und ich bin ländlich groß geworden, im Wald groß geworden. Ja? Ich habe noch nie einen Fuchs gesehen. Die ersten Füchse habe ich hier gesehen. Und die kannst du auch an einer Hand abzählen. Dass wir jetzt hier einen im Garten haben, ist für mich was ganz Besonderes. Ja? So, heute machen wir Folgendes. Ich stelle die Kamera, vorher stand sie ja da oben, hat hier runter gefilmt. Jetzt haben wir sie hier hingestellt und filmen jetzt da hoch. So. Und heute gibt das... Den Rest Knödel da. Ich sehe ihn selber nicht. Da ist er. Da hängt er. Ja, ob er hin und her hier. Da. Ja. Ich weiß nicht, ob man den hinterher auf dem Video sehen wird. Aber ich habe hier drei Ziegel hingelegt. Und da so einen kleinen Napf reingetan. Damit er das nicht so ohne weiteres wegschleppen kann. Damit er ein bisschen fest steht. Und da kommt heute Nacht... Hundefutter rein, Trockenfutter. Fuchs ist ja ein Hundeartiger. Und jo, bin mal gespannt. Wir werden es beobachten können. Ist jedenfalls für mich eine ganz interessante Sache. Mit dem Fuchs hier zusammenzuleben. Der wohl dafür verantwortlich ist, dass ich meine lieben kleinen Karnickel nicht mehr habe.
Und ich habe mich doch immer gewundert, wo sind die abgeblieben? Die können doch nicht auf einmal alle verschwunden sein, doch. Wenn hier so eine Familie Fuchsi einzieht, dann ist das halt so. So, lange Rede, kurzer Sinn. Da ist also bei Tageslicht erstmal, kommt das Futter rein. Den Knödel, ich weiß nicht, ob man ihn sieht, aber er holt ihn ja eh immer hier runter. Also er muss dann hier vorbeikommen und da frisst er ihn dann ja meistens. Hier so, da so auf der Ecke. Sieht man natürlich auch nicht, weil ich habe hier keinen super Weitwinkel an der Kamera. Aber ich finde, die macht super gute Bilder für nachts. Bei Tag, gut. Der nächste Akt wird sein, ich werde mal hier oben, gehen wir mal auf ein anderes Tier. Ich kann ja nicht nur Füchse hier versorgen. Ach so, wir hatten so eine Kokosnuss. Da war auch so Fettfutter drin für Vögel, die war aber leer. Die hat er von da hinten aus dem Vogelhaus, unter dem Vogelhaus lag die, im Futterhaus da, hat er die hier hingeschleppt. Habe gedacht, da ist noch was drin, aber da war nichts mehr drin. So, wir werden jetzt hier, hier ist ja meine Futterstellen, sind ja, da streue ich immer Futter hin. Da werde ich mal Apfel hinlegen, Apfelstücke. Da werde ich die Kamera hier hinstellen, also hier so. Und dann gucken wir mal, wer die Äpfel holt. Also Äpfel tippe ich jetzt mal nicht auf Fuchs, da tippe ich eher auf Igel. Und so ein Igel auf dem Video wäre auch mal ganz lustig. Ne, Chiki? Alles gut? Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Also alles im grünen Bereich. Bis Danny und bis morgen. Morgen sehen wir uns wieder. Beziehungsweise, ihr müsst das ja gar nicht gucken. Aber ich sehe den Fuchs morgen wieder, hoffe ich. Tschüssi. Dann hoffen wir mal, dass wir am Wochenende Pfingsten mal wieder eine Runde Motorrad fahren. Bin momentan ein bisschen müde. Okay. Ach so, hier. Da habe ich zwei Nachtkerzen hingepflanzt, da und da. Die lassen sich eigentlich schwer verpflanzen, weil die haben Pfahlwurzeln, so wie eine Möhre. Und ich habe scheinbar den richtigen Moment erwischt, um die beiden hier noch groß werden zu lassen. Die waren ein bisschen größer als so, also klein. Und jetzt sind sie schon so fett und dick. Das ist schön. Man muss immer sehen, das waren Wildpflanzen. Da habe ich Samenkörner von draußen mitgebracht. Irgendwo in der Natur habe ich die gefunden. Habe die dann ausgesät vorne, vorm Haus. Und dann muss man sehen, dass man die Population ein bisschen streut, ne? Nicht, dass da vorne alles kaputt geht und du hast keine mehr. Die säen sich eigentlich ziemlich zuverlässig aus, aber da kann einiges schief gehen. Hi Kallemann, ja, da kannst du nicht durch, mein Freund, du musst vorne rumgehen. Da vorne rum, Kalle. Kalle, geh nach vorne, geh vorne rum, lauf. Da vorne, ja, komm, geh nach vorne, lauf. Ja, komm außen rum. Außenrum, super. So, that's it. Yo. Der große Meister hier. Hat heute schon wieder eine Maus gefangen. Super. Ah, Kallemann, bist ja auch da, siehst du? Hast es geschafft, lass meine Kamera heile. So, nur schalte ich aber aus hier.